Sarah hat nicht gesagt, was passiert ist, aber Claire war eine ihrer engsten Freundinnen. Das sollst du wissen. Schon gut, Ryan. Sie war immer distanziert. Sie hat manchmal Schwierigkeiten damit. Sie hat Albträume gehabt. Hier zu sein hat Erinnerungen geweckt, mit denen sie lange gekämpft hat. Und kann ich ehrlich zu dir sein? Klar. Sie hat Angst, deinen Vater zu finden. Oh. Wirklich? Ja. Warum ist sie auf dieser Mission? Sie hätte doch auf der Erde bleiben können. Sarah sorgt sich. Sehr. Zu sehr manchmal. Sie daran zu hindern, die Welt retten zu wollen, ist annähernd unmöglich. Verstehe. Das muss ich mir notieren. Ihr werdet jetzt in eure Zimmer gebracht. Meldet euch bei den Vorgesetzten für die Nachtschicht. Ich habe gehört, du hast Isaac überredet, dir bei dem Projekt zu helfen. Habe ich nicht gesagt, dass es das Projekt nicht geben wird? Die Menschen brauchen Hilfe. Nein, sie brauchen Arbeit. Wenn sie die Nächte hier verbringen und nicht auf der Liste stehen, hält das einfach nur den Fortschritt auf. Und wir müssen diesen Flügel für Schwangerschaften freihalten. Stimmt, die ganzen schwangeren Frauen der Kolonie. Besser, man reserviert ihnen die Betten, anstatt real existierenden Leuten, die wirklich Erholung benötigen. Aber ich habe sie nicht bei der Genesung ertappt, oder? Wobei habe ich die ertappt, Rosa? Opposition? Dieser Ort stürzt ein, William. Die Staubstürme tragen die Wände und Decken ab. Die Mutationen in Odem sprechen für sich.
Wir sitzen auf einem Planeten fest, auf dem wir nicht sein sollten. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen zur Erde zurück. Diese Härtefälle sind der Preis für Evolution und Fortschritt. Wir werden es überstehen. Nach alledem, was in den letzten Jahren passiert ist, glaubst du wirklich immer noch, dass es uns hier besser geht als auf der Erde? Die Sicherheit wird sich darum kümmern. In einer Stunde ist alles wie immer. Danke für die Hilfe. Tut mir leid. Ich verstehe dich nicht, Isaac. Du hörst doch auch die Stimmen in den Gängen. Wir haben Jahre hier reingesteckt und es funktioniert nichts. Nicht genug Platz, nicht genug Nahrung, nicht genug Fortschritt. Warum bleibst du einfach stumm? So einfach ist das nicht. Alle hier haben Opfer gebracht, um herzukommen. Du hast deine Familie verlassen. Willst du sie nicht wiedersehen? Isaac, warte. Es tut mir leid, dass... Ich mache eine Notiz davon. Ryan, ich habe eine ganze Sektion gefunden, die MacArthur in ein Gefängnis umgebaut hat. Oh Gott. Gewalt, Zerstörung, Diebstahl. Sie waren alle zusammen. Warum sollten sie sich das antun? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht fühlten sich manche nicht mehr dazugehörig. Vielleicht. Hier gibt es eine Apotheke. Gut, ich werde versuchen, sie zu finden. Die Tür ist verschlossen, aber ich kann sie an den Stream anschließen. Gut, tu's.
kein gewöhnlicher ASI-Schalter, stimmt's, Ayla? Wie genau sollen wir dann... Das ist ja praktisch, Ayla. Hast du noch andere Tricks auf... Lager? Ich glaube, ich sehe da Medizin. Vielleicht ist da auch Pragabentin dabei? Sehr schön. Perfekt. Das passt ja. Und das Antidepressiva. Sehr viele davon. Seltsam. War das Leben auf dem Mars für Sie nicht ein Traum? Okay, das ist dann wohl alles, was hier zu finden ist. Ich bring die jetzt rüber zu Sarah und dann finden wir einen Weg hoch. Ich hab da vielleicht eine Idee. Du willst hochklettern? Könnte der einzige Weg sein, wenn's sonst unpassierbar ist. Du kannst nicht allein hoch. Geht schon, ist kein Ding. Nur ich kann den Streampunkt bedienen und du solltest lieber Sarah helfen. Ist zu gefährlich. Mach dir keine Sorgen. Dann pass gut auf. Werde ich. Fehlt etwas. Vielleicht kann ich den Verteiler von vorhin nutzen.
da bist du ja. Ich und noch drei andere haben nach dir gesucht. Bist du nicht zu groß für diesen Stuhl? Diese Stühle wurden seit Jahren nicht genutzt, Isaac. Warum nicht? Viele haben Angst davor, was passiert, wenn sie hier schwanger werden. Wir wissen nicht, ob es Komplikationen gibt. Die Menschheit entwickelt sich weiter, weil wir uns anpassen. Nicht, weil wir in Notzeiten den Kopf in den Sand stecken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist eben der Preis. Hast du Familie auf der Erde? Ja. Was brauchst du, Isaac? Der Sturm hat Herschel hart getroffen. Bis der Schaden behoben ist, fehlen uns die Legierungen, um das Wohnprojekt fortzuführen. Was ist mit Odum? Wir machen einen Rationierungsplan für die nächsten Monate, aber die Leute haben davon erfahren und streiken. Ich rede mit Rosa. Jetzt reicht es langsam mit diesem Homeward-Unsinn. Warum hast du ihr nicht die Psychiatrie gegeben? Sie könnte helfen. Sie wollte nicht den Leuten helfen. Sie wollte dort nur Schwachstellen finden. Ich kümmere mich um sie. Thank you.
Ich hol dir etwas Wasser. Alles okay? In genau dieser Art Kryobett war ich damals auf dem Mond. Oh. Ich habe echt versucht, dieses MPT mit dem letzten bisschen Helium-3 zu richten. Dasselbe Helium-3, mit dem dein Dad die Arche startete und versucht hat, dich herzubringen. Und dann 5 Jahre Blackout. Ein Mann, eine Entscheidung, die alle getroffen hat. Er wollte den Blackout nicht. Es gut zu meinen, ist nicht schwer, Kathy. Viele wohlmeinende Menschen haben im Alleingang auch viel kaputt gemacht. Das Schwierige dabei ist, richtig und falsch zu unterscheiden. Claire konnte es. Ich hoffe, du kannst es auch. Weißt du, was dem Gesamtbild hier noch fehlt? Barrikaden. Das fühlt sich so fremd an. Das ist ja mal ein Science-Fiction-Gerät, oh ja. Das hat bestimmt ein gewisser Jemand hergestellt. Okay, teilen wir uns auf. Vielleicht kann ich das Hauptterminal knacken. Ryan, sieh nach, ob wir mit diesem Aufzug die Treppe umgehen können. Roger. Sag, was soll ich tun? Kannst du rausfinden, wozu das Ding gut ist? Auf jeden Fall nicht zum Fliegen. Hat jemand eine Ahnung, warum das Wasser so schön ist? Wenn ich ans College zurückdenke, ist das wohl Plankton. Plankton? Ja, wir hatten Strände, die nachts genauso beleuchtet haben. Klar. Doch, wir haben's auf einem unserer ersten Ausflüge gesehen, oder Schatz? Hm? Sie war damals ein wenig enthusiastischer. Ayla, hast du die Strahlungsintensität dieser Spiegel? Wenn es das ist, was ich glaube. 600 Watt vom Sonnenuntergang? Das ist beeindruckend. Sieht aus wie ein Wasserpumpensystem. Du könntest recht haben. Fließt das durch die große Kuhle in der Mitte? Ganz normales Wasser? Es ist eine geschlossene Pipeline, die es immer wieder recycelt. Sarah, können wir darüber reden, was du gesagt hast? Ich glaube, dass... Nicht jetzt! Muss mich konzentrieren. Okay.
Essen aufzukriegen wir nicht in Gang. Was macht dich so sicher? Naja, bei unserem Glück. Wir werden ja sehen. Der Stream-Empfänger ist zerstört. Ah. Bis wir die Arche Labus verbinden, fliegt sie nirgendwo hin. Dann fürchte ich, das Panoptikon wird warten müssen. Panoptikon. Hey, Schatz. Panoptikon, ist das nicht ein Begriff für einen Wachturm oder so? Hm? Vergiss es. Sarah, das ist die MPT-Justiereinheit für die Arche. So können wir Arche Labus neu verbinden, wenn wir soweit sind. Gut. Ich bin drin. Schau's dir an. Wenn ich das System richtig verstehe, sollte ich Analysedaten bekommen, wenn ich hier drücke. Leute, seht ihr das auch? Diese Maschine formt aus dem atmogenen Eintrag die chemische Verbindung der Erde. Umwandlungseffizienz nahezu verlustfrei. Ist das hier das große Los? Ich meine, das Ding kann die Erdatmosphäre retten, den Planeten heilen. Die Erde hätte jedenfalls ein paar dieser Maschinen nötig. Erhöhte Sauerstoffsignatur. Bedeutet das? Menschen. Dann sollten wir das überprüfen, jetzt sofort. Wir müssen die Messung erst abschließen, weil... Wir verlieren nur wertvolle Zeit. Wofür? Zeit fürs Nachforschen. Sollte dem nicht jemand nachgehen? Wenn da noch Kolonisten sind, wissen wir nicht, wie sie auf uns reagieren werden. Wir müssen bereit sein. Ja, stimmt. Bis jetzt sah es nicht gerade rosig aus. Wenn ich mit dem Rover zur Anlage könnte, dann könnten wir die Informationen... Wir gehen morgen zur Anlage. Als Team. Vorbereitet. Das ist ein Befehl. Sie hat recht, Cat. Wir sollten uns ausruhen nach dem, was geschah. Im Meditrakt ist ein Zimmer mit Betten. Ich übernehme die erste Wache. Ruht euch aus. Wieder rein.
läuft mir kein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob ich will. Wir brauchten irgendeine Strategie. Es wäre schön, im Voraus zu wissen, dass es diese ist. Nur Maria und ich wussten davon. Wir wollten niemanden alarmieren. Also, wann sollte ich's wissen? Sobald ich jemanden erschießen sollte? Nein. Nein, ich wollte es dir sagen. Ich musste sicher sein, dass Cathy nichts erfährt. Im Sadi, bitte. Nein, 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 nein. Das ist jetzt kein Im Sadi-Moment. Was glaubst du, wird passieren, wenn wir Überlebende des Lunarates finden? Glaubst du, die würden einfach friedlich mitkommen? Aber deswegen wollte Maria Cathy herbringen, oder nicht? Damit wenigstens Isaac in Frieden kommt. Ja. Plan A. Das ist Plan B. Ich weiß, es ist drastisch. Und es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Bitte, bitte sag Cathy nichts. Ruh dich besser aus. Oh nein, sie kommt raus. Wir müssen zurück, Ayla. Schnell! Ayla, schnell, sie kommt. Sorry, Sarah, aber du bist verletzt und Ryan ist der Einzige, der helfen kann. Da hielt ich es für am besten... Du hast meine Befehle missachtet. Wir sind auf einer Mission. Cathy, so geht das nicht. Du gefährdest damit dich und die ganze Mission. Ich bin jetzt die Kommandantin. Verstanden? Hast du verstanden, Cathy? Ja, verstanden. Allein rauszugehen ist absolut unverantwortlich. Du hast den einzigen funktionierenden Rover. Wenn etwas passiert, kann niemand helfen. Du hast recht. Wenn du Lebenszeichen siehst, komm sofort zurück. Okay? Tu ich. Pass auf und bleib in Kontakt. Thank you.
Ich bin jetzt da. Was siehst du? Von hier aus kann ich keine Lebenszeichen erkennen. Die Anlage scheint verlassen und in schlechtem Zustand. Wie der Steinbruch, den ich erwähnte. Ich sehe mir das mal näher an. Wenn du jemanden findest, unternimm nichts auf eigene Faust. Komm sofort zurück, verstanden? Tu ich. Hier muss doch irgendwas sein. Ist das Licht, Ayla? Suchen wir den Weg runter. Das sieht nicht sicher aus. Ich muss einen Weg runterfinden, um übers Eis zu kommen. Springen, Ayla. Das war knapp. Die Anlage ist von Eis umgeben. Ich überquere es jetzt. Eine Wasseraufbereitungsanlage? Vielleicht. Wie läuft es dort? Hier ist etwas Unglaubliches. Die fehlende Arche. Arche Vita. Vita? Kommt mir bekannt vor. Das ist gar nicht das Unglaubliche. Vita hat offensichtlich eine Datenbank mit Millionen Pflanzen und Tieren der Erde. Viele davon ausgestorben. Und sie kann sie... Ein Biodrucker? Sie hat einfach alles, um Leben zu erschaffen. Wow. All die ausgestorbenen Tiere, all die ewig verschwundenen Pflanzen, wir könnten alle zurückbringen. Aber sie ist weg. Ihre Position ist nirgends verzeichnet. Sie ist einfach verschwunden. Wenn du also irgendetwas darüber herausfindest, melde dich. Verstanden.
Hallo?